Moin Leute und herzlich willkommen bei Wimmelcoin. Heute ist Tag der Abrechnung. Heute gucken wir nach 9,5 Monaten Laufzeit, wie gut dieser Filter funktioniert hat. Hat er seinen Job gemacht? Hat er ihn gut gemacht? Was waren seine Stärken? Was waren seine Schwächen? Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Hier nun das Fazit nach 9,5 Monaten. Im Groben und Ganzen bin ich mit dem Filter sehr zufrieden. Er hat seinen Job sehr gut erledigt. Er hat wirklich gutes Wasser produziert. Er hat das Nitrit und Ammonium die ganze Zeit im Griff gehabt. Einzig und allein bei der Filterung habe ich ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Und zwar liegt es daran, dass ich von November bis Ende Mai hatte ich meinen Altbestand in jedem Becken 4 bis 5 Zanzai mit einer Größe von 40 bis 51 cm. Vier bis fünf Stück pro Becken. Das lief auch 6 Monate wunderbar. Einmal im Monat habe ich eine Pumpe ins Becken gehalten und einmal den Filter ausgespült, durchgespült. Und dann war die Sache auch gut. Aber dann im Juni mit den Schwarzsachterkoi Tosai, da kamen dann pro Becken 12 Stück. Und da hat sich die Sache ganz, ganz schnell geändert. Und zwar hat man gemerkt, dass sich der Filter zugesetzt hat, wo sie doch sehr viel mehr Kot produziert haben als meine 4 Sanzai. Dementsprechend bin ich relativ schnell auch durch David von Nutramare, der mir den Tipp gegeben hat, wo viele Händler auch heute noch Schwammfilter im Einsatz haben, allerdings ohne Feinschwämme. Den Zahn musste ich mir dann ziehen. Ich habe dann den Feinschwamm, die 4 Feinschwämme, die hier in der letzten Kammer war, ausgetauscht gegen Grobschwämme wie in der ersten Kammer. Dann habe ich die standardmäßigen Japan-Matten-Einsätze, die hier unten auf ganzer Länge, auf ganzer Breite drin sind, habe ich ausgetauscht gegen qualitativ hochwertige Japan-Matten, habe ich mir ausgeschnitten und ich habe zusätzlich in die Japan-Matten 4 Streifen von, sage ich mal, 15 cm Länge und 2 cm Breite gemacht, damit die praktisch, als wenn ich sie auf Versetzsatz setzen würde, damit das Wasser noch fließen kann und die Japan-Matten nicht verstopfen. Das war bei diesen groben, sehr billigen Japan-Matten, die standardmäßig mitgeliefert sind, nicht der Fall. Der Filter hat dann schon extrem zugesetzt, wenn man an 12 Tosai auf Wachstum hier drin hat, oder besser gesagt, ein bisschen mehr als der Halt. Das hat man schon gemerkt. Aber jetzt, nach den Umbauten mit der anderen Japan-Matte, die schön 4 Schlitze hat, wo das Wasser frei passieren kann, sowie den Grobschwämmen, nur noch Grobschwämmen, läuft die Filterung super. Alle 3 bis 4 Wochen halte ich die Pumpe ins Becken, spüle einmal ordentlich durch. Das Ganze dauert knappe 10 Minuten. Und dann war es das auch schon. Es läuft einwandfrei. Nitrit in beiden Becken nicht der Rede wert, ist nicht relevant. Ich hatte einen ganz kleinen Peak auf 0,1, nachdem ich natürlich die 4 Feinschwämme rausgenommen habe und gegen Grobschwämme ersetzt habe. Die war natürlich neu und nicht eingefahren, aber es hielt sich im Rahmen. Das Helix läuft super in der hinteren Kammer. Die Kammer muss ich eigentlich gar nicht reinigen. Da kommt schon gar nichts mehr an. Denn auch die Grobschwämme only sind so fein von der Filterung, dass in der Helixkammer nichts mehr ankommt. Ja, das ist das Fazit. 12 Tosai von Schwarzsachterkoi, die ordentlich Kohldampf hatten, konnte ich problemlos auf den Gesamtvolumen von 1,5 Kubik pro Becken konnte ich die problemlos halten. Die Wasserqualität war top, die Fische waren topfit, Nitrit und Ammonium waren nie ein Thema. Also wer budgetmäßig sich sein Winterprojekt im beheizten Raum aufziehen will, der kann getrost zu diesen Filtern greifen. Sie haben ihren Job sehr gut erledigt. Die UVCs haben auch gehalten. Ich hatte, glaube ich, ganz am Anfang eine UVC ist ausgefallen, kostet 15 Euro, musste ich die Birne einmal ersetzen, aber ansonsten laufen diese beiden Anlagen jetzt störungsfrei seit 9 Monaten durch, ohne jegliche Probleme. Ja, das wäre das Fazit. Für kleine Änderungen, wer sich im Winter 4 bis 5 Tosai aufziehen möchte, kann das problemlos tun. Die Filter erledigen ihren Job. Man sollte bloß darauf achten, dass man hier vernünftige Ableitungen hinmacht und nicht die standardmäßigen vom Hersteller empfohlenen kleinen Minischläuche, um diesen Filter vernünftig spülen und reinigen zu können. Und dann tun sie ihren Dienst und machen keine Probleme. Das muss ich sagen. Mit ein paar kleinen Updates tun diese Filter ihren Job. Für kleine Änderungen, sage ich mal, bis 1,52 Kubik und einem Besatz von 4 bis 5 Tosai, die man sich über den Winter großziehen will, ist das überhaupt kein Problem. Auch 6, 7 wird diese Anlage packen, da gehe ich von aus. Ich habe hier ja auch 12 Tosai jetzt über den Sommer bei 25 Grad gehalten und gefüttert. War überhaupt kein Problem, aber sie wachsen natürlich auch. Wenn ihr im September, Oktober euch da Tosai reinsetzt, dann haben die im
Mai, Juni, wenn ihr sie in den Teich setzen wollt, wenn sie von der Genetik gut sind und qualitativ gute, hochwertige Koi sind, haben die problemlos 60 cm. Da sind 12 Stück dann schon ein bisschen heftig. Von daher 4 bis 5 Tosa über den Winter groß zu ziehen auf Nisa-Größe bis 50, 55 cm ist überhaupt kein Problem. Jetzt schauen wir uns nochmal die Wasserwerte an, damit ihr auch seht, dass ich keinen Quatsch erzähle. Und gucken uns die Wasserqualität im Becken an. Bis gleich. Nun einmal noch die Detailansicht. Wie ihr seht, wurden die Feinschwämme durch Grobschwämme ersetzt. Sie sind natürlich noch lange nicht auf dem Niveau der alten Grobschwämme. Dementsprechend dauert es noch etwas, bis sie richtig eingefahren sind. Aber von der Filtration her machen sie einen guten Job. Die restlichen 2/3 des Filters reichen, um hier einen Nitritpeak zu verhindern und die Wasserwerte im grünen Bereich zu halten. Wenn die anderen Schwämme erstmal richtig eingefahren sind, dann haben wir hier überhaupt keine Nitritspuren mehr im Wasser. Und das bei 12 Tosai. Das Helix ist super eingefahren, gut belüftet. Und ganz wichtig, nach 9 Monaten muss ich sagen, dass es sich gelohnt hat, hier einen vernünftigen Ablauf an den Filter zu installieren. Das ermöglicht mir, ihn richtig gut und einfach durchzuspülen, großblumig das Wasser fix ablassen zu können, nachzuspülen. Das hat sich als sehr gut erwiesen. Auch die UVC hat problemlos jetzt über 9 Monate ihren Dienst getan, ohne Störung. Eine rundum gelungene Sache für kleine Innenhälterungen. Hier nun die Wasserwerte. Wie ihr seht, haben wir nicht nachweisbares Ammonium und ein Nitrit von kleiner 0,1 am Ende des Tages nach der letzten Fütterung. Also überhaupt kein Problem. Selbst jetzt, wo 4 Schwämme noch nicht wieder voll eingefahren sind, wie ihr seht, haben wir hier traumhaftes Wasser, einen sehr schönen Glanz auf dem Wasser, keine Trübstoffe, ein fantastisches Ergebnis. Genauso im anderen Becken, klares Wasser, die Feinschwämme werden nicht benötigt. Wir haben auch so einwandfreie Wasserqualität, ohne Trübstoffe. Ja, alles in allem bleibt zu sagen, dass die Filter funktionieren. Sie tun problemlos ihren Job und arbeiten einwandfrei. Nach 9 Monaten muss ich sagen, mit ein paar kleinen Updates kann man diese Filter für kleine Innenhälterungen einwandfrei benutzen. Gibt es nichts dran auszusetzen. Sie tun vernünftig ihren Job. Ja, das war's für heute. Wenn euch der Blog gefallen hat, lasst ein Follow und ein Like da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis denn!